Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Coral Island. Ja, morgen ist es soweit. Morgen, ja, haben wir den Rest unseres Lebens verplant. Wir werden morgen heiraten. Es wird bestimmt eine wunderschöne Zeremonie werden, genauso wie der Antrag. Der war auch einfach, meine Güte, ich könnte mir die Tränen kaum zurückhalten vor Lachen, weil sie hat mich einfach mies behandelt, sagen wir es einfach mal so. Mich einfach mies behandelt. So, Stadtbewertung. Herstellen. Goldbarren. Brauche ich Goldbarren für irgendwas? Wir haben so explizit drei. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, ansonsten haben wir Sommer. Uns geht es gut. Wir sind alle gesund. Also, ich bin tatsächlich wieder einigermaßen gesund. Dabei war ich gestern noch krank, ja, ich weiß. Männergrippe, er wäre beinahe gestorben. Und jetzt ist er wieder gesund. Ja, na komm, lass es einfach, okay? Lass es einfach. Lass es einfach. Seid lieb zu mir. Ich heirate morgen. Ich bin im Stress. Heute ist Junggesellenparty übrigens. Ich möchte nur mal sagen, dass heute Junggesellenparty ist. Also überlegt euch was. Was wir heute machen. Ich soll auf jeden Fall noch einen Anzug kaufen, weil ich sonst in meinen Alltagsklamotten heiraten werde. Ich habe schon gesagt, das hätte man mir nicht sagen sollen. Ich habe da nämlich überhaupt nicht dran gedacht. Jetzt, wo ich dran erinnert wurde, bin ich leider dazu gezwungen, Doofheiten zu machen. Mein Kopf sagt mir das. Ich kann da nichts für. Es gibt ja so ein paar Pinguine und Kuhanzüge. Ne? Und ich finde, der wird mir stehen. Ich finde, wir dürfen das Ganze nicht ins Lächerliche ziehen. Macht Alice ja bestimmt auch nicht. Und jetzt ist halt einfach der Punkt, ich guck mal, was es gibt. Vielleicht finden wir ja auch wirklich einen schönen normalen Anzug. Vielleicht ist da ja was. Irgendwas, wo wir sagen, hey, schön. So. Tiere haben wir uns gekümmert. Die Schwimmfallen lege ich einfach mal. Ich lege sie einfach mal aus. Geht das hier oder? Wie? Ich weiß noch gar nicht, wie das funktionieren soll, ehrlich gesagt. Ehrlich? Keine Falle. Ehrlich? Ehrlich gesagt, mich ein bisschen verwirrt. Am Strand einfach? Ehrlich gesagt, habe ich gerade keine Ahnung, wohin mit der Schwimmfalle. Die wird ja nicht für unter Wasser sein. Das ist... Okay. Ich habe keine Ahnung, wohin mit der Schwimmfalle. Bin ich jetzt... Also, ich dachte, wir könnten sie jetzt irgendwie so ins Wasser tun. Aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht.
Aber was mache ich denn sonst mit der Schwimmfalle? Das ist ein normales Käserad. Oh, sehe. Entschuldigung, ich dachte, wäre ein Gammelkäserad. Aber eine Schwimmfalle ist dann, dass das Ding schwimmt. Leider ist die Beschreibung auch ziemlich nicht vorhanden. Okay, okay. Okay. Wir gehen jetzt erstmal ganz kurz wichtigere Dinge tun. Wir brauchen nämlich einen Anzug, habe ich gehört. Das hat mir Barney Stinson gesagt. Ich hätte gedacht, man könnte sie jetzt hier so rein, aber... Scheinbar nicht. Okay. Mein Gott, bist du am Lägen heute. Das ist ja furchtbar. So. Wir brauchen einen Anzug. Wo kriegt man einen besseren Anzug her als beim Affen? Sind wir mal ehrlich. VIP-T-Shirt. Geniales, beste Freunde für immer T-Shirt. Gab's nicht? Gab's kein Panda-Outfit? Es gab doch ein Panda-Outfit, jetzt enttäuscht mich nicht. Gibt es kein Panda-Outfit mehr? Warum haben die denn den Affen so verändert? Da gab es früher Panda-Outfits. Ich weiß ganz genau, dass wir in unserem ersten Ding ein Panda-Outfit... Ich habe ein Panda-Outfit für 10.000 gekauft. Ich will mein Panda-Outfit. Oder Kuh oder was auch immer das war. Am Donnerstag geschlossen. Beischlaf dich selber! Okay, ja, cool. So wie dazu. Ja, gut, dass wir drüber geredet haben. Ja, schön, dass wir drüber geredet haben. Das ist... Das ist, soll ich noch sagen? Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Das war jetzt... Nicht so gedacht, wie ich dachte. Gebe ich zu. Das lief jetzt nicht so. Gut. Fertig. Das ging schneller als gedacht. Den roten Seedrachen fangen ging jetzt schneller als gedacht. Den haben wir nämlich noch nicht und jetzt haben wir alle. Schön. Gut, dass wir drüber geredet haben. Gut. Ja, ich wollte eigentlich einen Anzug haben, aber ja. Warum gibt es kein Panda-Outfit mehr? Mann. Es gab so lustige Outfits. Ich dachte, ich könnte so lustige Outfits heiraten. Ich durfte aber nicht in diesen lustigen Outfits heiraten. Dann will ich mir noch ein normales Standard-Outfit holen. Und das geht auch nicht. So scheiße. So Mobbing. Nee, ernsthaft doof. Eigentlich irgendwie doof. Vor allem, dass der Laden wirklich Donnerstag geschlossen hat. Und wir haben jetzt Donnerstag. Und alles doof. Alles doof. Mächtig, mächtig doof. Tatsächlich. Warum habe ich Müll in meiner Hose? Ja, was machen wir denn jetzt? Das hat jetzt alles überhaupt nicht so hingehauen oder funktioniert, wie ich dachte. Ich dachte, wir... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was ich dachte. Geh meine Geoden knacken und sowas und...
Das gibt es ja, Jan. Das ist doch doof. Ich dachte, die könnten... Manu. Okay. Na gut, dann werden wir wohl in unseren normalen Sachen heiraten müssen. Es sei denn, wir haben morgen noch mal eine Chance. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie der morgige Tag ablaufen wird. Knack mir meine Geode. Habe ich schon. Ich weiß nicht, wie der morgige Tag ablaufen wird. So ein Weg. Nee, Taco ist das nicht. Ich weiß nicht, das. Ich erkenne immer nur Taco. Ich ärgere mich gerade ein bisschen tatsächlich. Mann, oh. Mal schauen. So, dann bin ich jetzt viel zu gespannt, wie morgen der Tag ablaufen wird. Anstatt, dass wir uns hier um irgendetwas kümmern. Vielleicht gehen wir gleich einfach nur angeln. Wobei, ich habe, glaube ich, doch einen weißen Hai können wir noch angeln. Tatsächlich war es schön. Einen weißen Hai können wir noch angeln. Ne? Versuchen wir doch mal einen weißen Hai zu angeln. Das klingt nach etwas, was man im Leben mal machen sollte. Einen weißen Hai angeln. Da ist Taco. Soll hier nicht auch noch irgendwo die Wolfsspinne rumhüpfen? Aber es ist bestimmt wieder so selten wie sonst was, also gebe ich einfach gleich auf nachzugucken. Wir gehen weißen Hai angeln. Mann, ich wollte einen Anzug haben. Zumindest so einen Verarscheanzug oder so, aber da haben sie nur T-Shirts und ein T-Shirt. Da habe ich nachher keine Hose an, das geht ja auch nicht. Also ein lächerliches Outfit geht, aber keine Hose tragen, das ist dann doch ein bisschen zu doll. Würde ich mal behaupten. Ansonsten habe ich ja kein Problem damit, ein lächerliches Outfit zu tragen, ne? Aber wenn ich nachher nur noch ein T-Shirt an habe und eine Mütze auf dem Kopf, das wäre auch irgendwie, weiß ich nicht. Mit einer runtergelassenen Hose vor einem Altar stehen, ist jetzt auch nicht gerade so. Hm. Nicht gerade das Beste. Ich weiß gar nicht, ob der von den zeitlichen, also von der Uhrzeit her überhaupt noch fangbar ist, der weiße Hai. Oder ob der gar nicht mehr fangbar ist, das weiß ich gar nicht. Das ist jetzt nur aus dem Kopf, dass ich weiß, dass wir hier einen weißen Hai haben können. Aber wann und wo genau, müssen wir dann sehen. Das, ja, ist jetzt tatsächlich auch nur ein Zeitvertreib, damit endlich der morgige Tag anfangen kann. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin so flickerig deswegen. Morgen ist unser großer Tag. Kann ich das in mein Hochzeitsbuch eintragen? Mm. Kann man sich scheiden lassen? Darf man das vor der Hochzeit fragen? Einen Tag vor der Hochzeit erstmal abklären, ob man sich scheiden lassen kann. Wenn es denn doch nicht passt. Aber in Story of Season, glaube ich, konntest du dich scheiden lassen, oder? Ich glaube, da konntest du dich wirklich scheiden lassen. Stardew Valley glaube ich auch. Aber ich bin mir auch nicht tausendprozentig mehr sicher. Das ist zu lange her alles. Ich habe das Gefühl, dass wir nur Octopussies bekommen. Nur Octopussies. Apropos, ich muss gleich, warte mal. Entschuldigung, bevor ich es jetzt komplett vergesse, ich habe mal die Spielgeschwindigkeit auf 100 gestellt wieder. So habe ich das jetzt, bleibt das jetzt?
Habe ich ganz vergessen. Habe ich ganz vergessen die letzte Zeit. Das war wegen... Weil ich nochmal aufs Screen geguckt habe, warum die Events nicht triggern. Und um die Events schnell oder um die Zeit schneller umgehen zu lassen, habe ich das halt so gemacht. So signifikant hat sich, glaube ich, nichts verändert von der Zeit her. Vielleicht eine Minute. Ich glaube, abends können wir schon keinen weißen Hai mehr fangen. Ich weiß es nicht. Ja, das ist ein Zackenbarsch. Da ist er ja wieder. Da ist er wieder, der 2,5 Meter Zackenbarsch. Endlich. Zackenbarsch. Nö, Oktopus. Oder Barracuda. Ach, weiß ich doch auch nicht. Oktopus. Vielleicht 2 Oktopussis. Ein Oktopus, mehrere Oktopusse. Ja, so ist richtig. Nicht mehrere Oktopussis. Was sagt man nicht? Das ist ein James Bond-Film, glaube ich. Keine Ahnung, ich kenne mich mit James Bond nicht aus. Überbewertet. So, letztes Mal reinwerfen, dann gehen wir ins Bett und dann startet endlich der morgige Tag. Ich weiß, ihr könnt es auch kaum erwarten. Ich kenne, ne, also... Ist er doch auch schon ganz aufgeregt. So, Clownfisch nochmal an den Lachs geholt. Nemo hat jetzt auch keinen Vater mehr, nachdem die Mutter tot ist. Aber es ist ja Nemos Problem, ne? Nicht unseres. Also ich will ja nicht gemein sein, aber es ist einfach nicht unser Problem. Ist einfach so. Was soll ich sagen? Kann ja auch nicht lügen. Ist einfach so, dass es nicht unser Problem ist. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir die ganzen Fische, was wir hier haben, sowieso schon haben. Was ich damit soll, weiß ich immer noch nicht, aber das finden wir dann ja raus, indem E-Mail das schreibt. Wenn ich überhaupt keinen Plan habe. Ich muss jetzt heiraten, ich habe gar keine Zeit für die. Oh, ich gucke immer noch. Warte, Pondungse. Ja, siehst du, wäre nur bis 16 Uhr gewesen. Wäre nur bis 16 Uhr, abends hätten wir, glaube ich, gar keinen mehr fangen können. Wobei, hier im Leuchtturm vielleicht. Ja, da hätten wir noch einen Tintenfisch fangen können. Beim nächsten Mal. So. Wir gehen ins Bett. Morgen ist unser Hochzeitstag. Seht ihr? Alice und Case, Wedding, heute. Irgendwas Wertvolles? Nicht wirklich. Ein paar Beine verkauft. Man kennt's. Tierzucht, Bergbau, Tauchen, ganz wichtig. Ja, gut. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir heiraten. Ich bin gespannt, wie es abläuft. Es wird bestimmt Bombe werden. So, bis morgen. Tschüss.